Menuhin Fröhlich, bekannt aus der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, führte ein Leben auf der Überholspur. Als Sänger, Frauenschwarm und vor allem Lebemann im Rampenlicht. Doch dann beendeten Schlägereien, Drogen und Alkoholexzesse seine Karriere. Alle Comeback-Versuche blieben erfolglos. Er bekam Probleme mit dem Gesetz und musste sogar ins Gefängnis. Aus Liebe zu seiner Familie zog der sechsfache Vater einen Entzug durch. Doch jetzt hat eine neue Sucht Menuhin fest im Griff. Ein Schnitzel, eine Pizza, ein bisschen Nudeln, Schokolade. Er leidet, wie er selbst sagt, unter Esssucht. Über 60 Kilo hat er innerhalb eines Jahres zugenommen. Die Folgen für seine Gesundheit lebensbedrohlich. Doch jetzt soll sich alles ändern. Menuhin bekommt eine letzte Chance. Kann er die Abwärtsspirale stoppen? Er will mit seiner ganzen Kraft kämpfen für einen Neuanfang. Ich möchte einfach wieder ganz normal leben. In der Nähe von Darmstadt lebt Menuhin mit seiner Frau Shenai und drei seiner sechs Kinder. Ah! So, Lyonnaise. Ach, Leute. Hey! Mama, ehrlich schmeißt! Nach einem Bänderriss im Jahr 2021 musste Menuhin mit dem Sport aussetzen. Den Frust darüber hat der 35-jährige Familienvater mit Essen betäubt. Mit ganz viel Essen. Ein Leberkäsebrötchen, oh geil, schön gehacktes auf dem Brötchen drauf. Ein Schnitzel, eine Pizza, ein bisschen Nudeln, Schokolade, schön rumliegen, ja, gucken und so. Das war so mein Ding dann gewesen. Am Anfang war das keine Sucht. Am Anfang war das wirklich so eine Belohnung, eine Befriedigung, um vielleicht das Problem so ein bisschen zu dämpfen. Aber dann, glaube ich, irgendwann wurde es dann zu einer Sucht. Das drückt alles ab, ey, ohne Scheiß. Das drückt so an meinem Bauch, wenn ich auch schon alleine, wenn ich mich so hinsetze immer. Und das ist so lästig. Das war ja schon quasi so, dass er wirklich aus Langeweile schon gegessen hat. Und das ist eigentlich so der Grund, warum das so auch extrem entstanden ist. Ne? Ja, ich kann dir auch Wasser bringen. Hä? Wasser bringen. Ja. Nee, lass mal. Ich schaff das schon. Ich brauche Luft. Durch die schnelle Gewichtszunahme wurde der Sänger krank. Er bekam Diabetes und muss heute Medikamente nehmen. Mein Gewicht behindert mich in allem. Also außer im Liegen nicht. Ne? Doch, weil ich nicht auf dem Bauch mehr schlafen kann. Aber ansonsten eigentlich in allem, was man tut. Ne? Sei es Schuhe anziehen, Socken anziehen, sich bücken, etwas aufheben. Das sind alles so Dinge, die einen behindern. Doch auch Menuhins Psyche leidet sehr. Er kann sich zu nichts mehr aufraffen. Der Blick in den Spiegel ist eine einzige Qual. Ich habe mich sehr äußerlich verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man sieht es ja auch so. Das ist ja gar nicht mehr zu kaschieren oder sowas. Ich glaube, bis ab zu einem gewissen Zeitpunkt kann man das. Und irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Ne? Und dann manchmal ziehe ich mich auch einfach zurück und rede mit gar keinem. Ne? Und denke halt dann über diese ganze Sache nach, warum sowas überhaupt passieren konnte. Wie ich das auch alles so zulassen konnte. Ja? Die Folgen der Esssucht haben auch seine Karriere zum Erliegen gebracht. Ihm fehlte in den letzten Monaten die Kraft, um auf der Bühne zu stehen. Shenai! Ja? Menuhin nimmt vom Arzt verschriebene Appetitzügel ein. Diese sollen die dramatische Gewichtszunahme stoppen. Ob das schon geklappt hat? Was glaubst du? Ich weiß so 120. Oh je, okay. 122.
154,8. Ach du Scheiße. Wie ist es so schnell passiert? Ich habe ja die ganze Zeit dir gar nicht mehr gesagt, was ich mit dir, weil ich das immer heimlich gemacht habe. Ja, das kannst du mir schon vorstellen. Dass Shenai nicht mehr zu ihm stehen könnte, davor hat Menowin Angst. Also es nimmt sie natürlich auch mit, so, ne? Es ist ganz klar. Sie sagt es mir natürlich nicht, aber das ist das Schlimme an der Sache, weil ich weiß, dass sie es mir nicht sagen will, um mir vielleicht nicht weh zu tun oder keine Ahnung. Und das ist das Schlimme bei der ganzen Sache, damit sie eigentlich vielleicht was sagen will, aber es aus Liebe zu mir nicht tut oder sowas. Und ich sehe das in ihren Augen und das ist für mich sehr belastend. Ich habe ihn halt immer festgehalten, weil ich immer daran geglaubt habe, dass wir irgendwann mal halt auch ein schönes Leben führen können und ein glückliches Leben führen können. Für dieses Glück will der 35-Jährige kämpfen. Eine medizinische Maßnahme soll sein Leben, seine Beziehung retten. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, hey, ich muss mich jetzt operieren lassen. Auf Anraten seines Arztes hat er sich für eine Magenverkleinerung entschieden. In 2 Tagen ist es soweit. Auf jeden Fall bin ich jetzt erleichtert, dass wir beide uns auch dann auf was einigen konnten, sodass es nicht wieder immer nur Streit gibt zu Hause. Und zweitens, würde ich es natürlich total cool finden, wenn das halt funktioniert und du wirklich dabei sein kannst, weil ich schon Angst habe, wenn ich ehrlich bin. Ich bin halt der Typ, der absolut Krankenhäuser und sowas hasst und so, ne? Und dann wirst du in Narkose gelegt, das heißt, du schläfst dann und sowas alles und du hast über nichts mehr Kontrolle und so. Und dann wache ich davon wieder auf und mach das mein Herz mit und ist alles so eine Sache. Und wenn es eine Magenspiegelung oder sowas wäre, da hätte ich jetzt keine Angst vor. Aber die kommen dann mit so Maschinen in meinen Magen und schneiden und machen und tun, da habe ich schon ein bisschen. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich wollte schon. Ich habe schon mit den Gedanken gespielt, da zu verschieben. Aber so machst du es ja auch nicht besser. Ja, weiß ich ja, aber das weiß ich doch alles. Du kennst mich doch. Ja klar, aber wenn man es dann immer verschiebt, dann irgendwann bekommst du dann die Krankheit, dann bekommst du das und gut, das, dann kann man irgendwann gar nichts mehr machen. Jetzt machst du wieder so, als würde ich es so machen wollen, ich hab's doch nur... Das muss man ja auch irgendwo ernst nehmen, ja? Das ist ja kein Witz oder kein Spiel, was wir hier machen. Die Wahrheit tut manchmal auch weh. Und ich meine, ich bin seine Frau, genauso wie er mir auch Sachen sagen kann, wo mir dann vielleicht mal was nicht passt und so, aber da müssen wir halt durch. Zur Vorbereitung auf seine Operation muss Menowin eine strenge Diät einhalten. Das fällt ihm beim gemeinsamen Essen mit der Familie besonders schwer. Willst du Marmeladentoast essen, du wirst? Hä? Ich wollte Salami. Oh, keine Marmelade. Ich hab echt Hunger. Beim letzten gemeinsamen Frühstück möchte Menowin seinen Sohn Vioness auf die bevorstehende OP vorbereiten. Jetzt bald in die Klinik, ne? Wegen seinem Magen. Den Magen verkleinern, als er wieder dünn wird. Ja, ein Tag. 3 Tage nur. Also nicht so lange wie in letzte Klinikgänge. Nur 3 Tage und dann komme ich wieder nach Hause. Mhm. Und bestimmt dünn. Nee. Hm? Was hat er gesagt? Dann bist du dünn. Es geht ja dann langsam. Na, so schnell nicht, aber Tata wird auf jeden Fall. Der Tata wird dann nicht mehr so Hunger haben. Und darf er erst mal nicht so essen, wie er immer essen will. Tata wird dann richtig dünn. Und dann muss er erst mal Babybrei essen, wie der Janelle. Können die sich dann zusammen an den Tisch setzen, Babybrei essen. Ich erhoffe mir einfach meine Lebensqualität wieder, mein Leben auf einen wieder auf dieses Level zu bringen, dass ich einfach alles machen kann, was ich will, ohne zu schwitzen, ohne fast in Ohnmacht zu fallen oder sonst was. Ich möchte einfach wieder ganz normal leben. Hast du dir Sorgen um deinen Papa? Ja? Oh je. Der war schon mal in der Klinik, ne? Genau, wie war das, als er weg war? Ja. Hat er dir gefehlt, ne? Der letzte Klinikaufenthalt, Menowins Drogenentzug, ist erst knapp 2 Jahre her.
Damals mussten seine Kinder lange auf ihn verzichten. Da soll sich ja keine Sorgen machen. Ich bin dein Vater. Der darf sich keine Sorgen um mich machen. So, weißt du, ich bin doch der Vater. Das geht nicht. Ich bin der Kopf aus meiner Familie. So, ich muss mich um alles sorgen, also um alles kümmern, dass alles gut ist. Und du musst dich als Papa auch darum kümmern, dass deine Kinder sich keine Sorgen um dich machen. Weißt du? Wenn ich dann höre, dass er sagt, so, ja, dass es ihm nicht gut geht, weil er merkt, dass halt er mir das und das nicht machen kann und so, dann kommen natürlich so eklige Gefühle bei mir halt hoch auch, ne? Ja, das ist scheiße. Doch so traurig soll der Tag nicht enden. Menuhin hat eine Überraschung geplant. Guckst du, wo die Kinder sind? Ja. Oh Mann, du musst wieder Schuhe anziehen. So scheiße, das fällt uns wieder so auf. Mama ist weggeflogen. Ach Mann, Engel, ich bin auch so froh, wenn die Scheiße endlich auf. Ich weiß. Muss man die überhaupt binden? Hä? Man muss doch binden, aber nicht. Schule, Flo. Ich glaube, ich schaffe das heute. Ich muss noch auf das Bollfuß. War ein bisschen. So. Ach, Leute. Da denken sich jetzt bestimmt, Alter, was das denn für ein dicke Nudel, ey. Mit den Schuhen bzw. die Socken ziehe ich ihm halt an. Ist ja quasi dann auch so wie mein Kind, ne? Sagt man ja so, ne? Die Männer sind ja auch irgendwo den Frauen, die Kinder. Warte, deine Nägel. Ich möchte nicht, dass deine Nägel abbrechen. Da. Und? Jetzt hin. So. Am letzten Tag vor dem Klinikaufenthalt möchte Menuhin mit seinen Jungs und seiner Frau noch einmal Fußball spielen gehen. Die Kinder mussten im letzten Jahr bei fast allen Freizeitaktivitäten auf ihren Papa verzichten. Menuhin war viel zu müde und antriebslos, um sich zu bewegen. Heute wollen alle noch einmal gemeinsam Spaß haben. Ob das gut geht? Mal gucken, was hat er noch dran. Du bist auch ganz schön am Schwitzen schon. Ja, ist normal. Ist schon unfair, ne? Nach kurzer Zeit gibt der 35-Jährige auf. Sodbrennen und Atemnot. Die Folgen seines enormen Übergewichts zwingen ihn dazu. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee war, hierher zu kommen und mich jetzt hier an einem Fußballfeld zu beweisen oder zu gucken, was ich denn noch kann. Hast keine Power mehr? Nee, ich will jetzt nicht mehr spielen. Ich will noch spielen. Brauchen wir nicht mehr, oder? Hast gut gespielt. Gibes! Guck mal hier. Der spielt immer noch. Menuhin ist ein leidenschaftlicher Vater. Er hat versucht, alles zu geben, um seine Kinder glücklich zu machen. Doch jetzt geht das nicht mehr. Eigentlich wollte ich weiterspielen. Tata konnte nicht. Ist das traurig oder schade? Wenn er wieder dünn ist, dann können wir wieder spielen. Hey, Papa, wir wollen Fußball spielen, aber ich bin 160 Kilo. Ach, scheiß drauf, ich spiele trotzdem mit euch Fußball. Auch wenn ich danach, wenn es mir danach dann nicht gut geht. Weißt du, was ich meine? Oder ich in diesen Indoor-Spielplatz gehe und 20 Leute zugucken, weil sie mich kennen aus dem Fernsehen und sich denken, oh mein Gott, guck dir mal die fette Sau an. Ist mir in dem Moment dann scheißegal. Oder damit ich dann ein beschämendes Gefühl dabei habe und so. Ich weiß, in dem Moment denke ich dann nicht an mich, sondern ich will dann alles nur dafür machen. Einen Herzenswunsch hat der 154 Kilo schwere Sänger aber noch.
Noch einmal mit Chennai sein Lieblingsessen genießen, Pizza. Als letzte feste Mahlzeit vor der Operation. Auch wenn das eigentlich laut seines strengen Diätplans absolut verboten ist. Es ist schön, dich zu sehen, ehrlich. Freut mich. Siehst auch richtig gut aus, richtig fresh. Ja? Ist gut, Chennai, okay. Wir essen diesmal eine Pizza zusammen, oder? Ja. Ich schaff keine ganze. Was für eine essen wir? Egal. Dann Hälfte, Hälfte machen irgendwas. Ja, erstmal eine zusammen, oder? Salami mit extra Käse. Ja. Und ein bisschen Knoblauchöl. Und eine Cola und ich, was soll ich trinken? Eine Cola Light, hm? Yeah, you got the yummy, 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 yummy. Oh, lecker. Ja. Oh. Dankeschön. Danke. Letztes Essen. Ich würde sagen, ja, das ist das letzte Essen oder so. Ich würde sagen, wir haben Jesus in unser Leben. Und ich gebe einfach alles ab und ich bete einfach nochmal und wird alles in seine Hände legen und dann wird sowieso alles gut werden. Lass uns nochmal beten vorm Essen. Vater, ich danke dir für dieses Essen. Herr, segne du unser Essen und gib auch denen was zu essen, nichts zu essen. Herr Jesus. Danke, dass es dich gibt, Vater, im Jesu Namen. Amen. So. Boah, Chennai, weißt du was? Wenn ich mir so vorstelle, dass ich bald nur noch Flüssiges trinken kann und Brei essen kann. Und dann muss ich alles pürieren. Hä? Muss ich alles pürieren. Die Pizza kannst du mir auch pürieren, ne? Das ist der Essen, pürierte Pizza. Mit Strohhalm. Schön genießen. Oh, ja. Ich genieße gerade diesen Geschmack. So lecker. Und Knoblauch. Ich glaube, ich sollte mir doch eine eigene holen. Dass die noch mal im OP dann umfallen. Nee, aber es ist gut zu wissen, dass es irgendwann mal in meinem Leben so sein wird, dass ich auch mal 3-4 Stücke Pizza, so Bissen oder beziehungsweise vielleicht nur ein Stück Pizza essen kann und ich nach einem Stück Pizza satt bin. Das ist ein neues Leben, was für mich danach beginnt. Und gleich Schock für Menowin kurz vor der OP. Was auftreten kann, ist, dass die Klammernahtreihe undicht wird. Und das ist eine der schwerwiegendsten Komplikationen nach dieser Operation. Es kann eine doofe Geschichte dann dabei rumkommen. Damit hatte der Sänger nicht gerechnet. Wird dennoch alles gut gehen? Am nächsten Morgen. Was geht ab, liebe Leute? Wir haben 5 Uhr morgens und ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen. Ich habe jetzt geduscht. Ja, heute beginnt der Tag der Tage und zwar werde ich heute in die Klinik einchecken. Ich werde heute früh bzw. jetzt dann um 6 Uhr abgeholt. Alle schlafen noch natürlich. Ja, gemischte Gefühle. Und jetzt werde ich gucken, dass ich mich dann anziehe, damit wir noch einen Kaffee trinken können. Dass ich mich dann nochmal ins Gebet gehen kann. Und dass ich dann ganz ohne Angst und ohne ganz großen Schwierigkeiten vielleicht noch gedanklich ins Auto steigen kann und fahren kann. Also, ja. So, schaffen wir alles. Die Magenverkleinerung wird im Universitätsklinikum Tübingen durchgeführt. In der Vergangenheit hat der Sänger schon oft vor schwierigen Terminen kalte Füße bekommen und im letzten Moment gekniffen. Diesmal muss er auch noch alleine mutig sein. Ja, es macht schon sehr viel aus, wenn deine Partnerin oder dein Partner nicht bei solcher Sache dabei sein kann. Es ist ja jetzt nicht irgendwie einfach mal eine Magenspiegelung oder was sonst was, sondern es ist ja schon ein Eingriff, der schon ein bisschen aufwendiger ist, sage ich jetzt mal so. Ne? Und natürlich ist es dann von meiner Seite aus scheiße, wenn meine Frau nicht dabei ist. Fahr fröhlich in die Ambulanz, bitte Zimmer 6.
Ja. Ich will wieder geil aussehen, Mann. Ich will wieder geil sein, so. Ich will, dass die Leute, dass Mädels mich angucken und sagen, boah, sieht der gut aus. Wow, cooler Typ. Genau, wenn du auf der Bühne stehst und die haben so, boah, geil, das ist einfach, der verkörpert das, was er da macht. So, ne? Der Tag der Operation. Wird Menowin stark bleiben und sein Vorhaben wirklich in die Tat umsetzen? Ein letztes Mal bespricht er mit seinem behandelnden Arzt Dr. Archid den genauen Verlauf des schwierigen Eingriffs. Ich zeige es dir vielleicht am Bild, das kann man so besser verstehen. Wir werden durch den Magen hier eine Sonde schieben und dann schneiden wir entlang dieser Schiene den Magen ab. Der wird abgetrennt und es verbleibt nur dieser schlanke Magen an der Innenseite, der ca. 120 ml Fassungsvermögen hat. Dieser große Teil vom Magenballon, der kommt aus dem Körper raus. Ach, der kommt komplett raus? Der kommt komplett raus. Ein Schock für Menowin. Was passieren kann nach der Operation, ist eine Nachblutung aus der Klammernahtreihe. Ja, das heißt, dass da, wo wir den Magen abgesetzt haben, dass da nochmal Blut austritt. Und da muss man unter Umständen nochmal aktiv werden, nochmal operieren. Und was auch auftreten kann, ist, dass die Klammernahtreihe undicht wird. Und das ist eine der schwerwiegendsten Komplikationen nach dieser Operation. Alright, ja. Ja. Hast du noch weitere Fragen? Na, ich weiß ja, ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es natürlich auch Risiken geben muss. Na, natürlich hat man Angst vor so einer OP. Man weiß ja natürlich nicht, ich meine, natürlich alles besagt und sagt, ja, alles gut, dies, das, gute Leute am Start und so. Aber es kann ja immer irgendwie eine doofe Geschichte dann dabei rumkommen, irgendwas Doofes passieren. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nur wenn der Eingriff auch erfolgreich verläuft, kann Menowin endlich den Kampf aufnehmen. Für ein neues Leben. Und so geht es morgen weiter. Ist die Magenoperation die Rettung? Ja, der Appetit ist noch da. Kann Menowin es schaffen? Ein schwerer Kampf. Auch dann, auch der Weg zurück auf die Bühne.